Die deutschen U-Boote waren die gefürchteten Jäger der Meere im Zweiten Weltkrieg. Der Admiral des Dritten Reiches, Karl Dönitz, hatte sich auf dem Jahre 1940 zur Doktrin gemacht, eine U-Boot-Flotte aufzubauen, um zahlreiche alliierte Transportschiffe und Kriegsschiffe zu versenken. Alleine oder auch im Rudel machten diese U-Boote Jagd auf die mit allen wichtigen Hilfsgütern und Kriegsgerät beladenen Schiffe der Alliierten. In den nächsten Minuten gehen wir ca. 80 Jahre zurück in die Vergangenheit und begeben uns in die Weiten des Atlantiks auf Bord eines deutschen Jagd-U-Bootes. In diesem Video werden wir einen Tag als echter U-Boot-Kommandant im verheerenden Seekrieg verbringen. Wie sahen seine Aufgaben an Bord des berühmten deutschen U-Bootes Modell 9 genau aus? Welche Verpflegung gab es für ihn und seine Mannschaft an Bord? Und wie genau konnte er die ca. 48-köpfige Mannschaft motivieren, um wie ein Schweizer Uhrenwerk auch unter Druck arbeiten zu können? Los geht's! Um das Leben als echter U-Boot-Kommandant des Zweiten Weltkrieges besser nachvollziehen zu können, stelle ich euch unsere Hauptfigur in diesem Video vor. Kaloi zur See Friedrich Becker. Draußen schreiben das Jahr Juni 1943 und unser Friedrich befindet sich gerade im Zentralraum an Bord des U-Bootes U-196. Unser Friedrich ist der Kommandant, auch Kaloi genannt, des ganzen U-Bootes. Es liegt allein in seiner Verantwortung, für einen reibungslosen Ablauf im ganzen Einsatz zu sorgen. Das bedeutet, vom Verlassen des Reichsmarinehafens in La Rochelle, Frankreich, dann über Wochen und Tage auf See, wo nichts passiert, bis zum ersten Gefecht gegen einen oder mehrere Zerstörer, die Versenkung von Schiffen und bis zur Rückfahrt in den Heimathafen. Unser Friedrich muss eine Besatzung von 48 Mann anführen. Zunächst eine schwere Aufgabe, wenn man keine oder wenig Erfahrung hat. Seine Besatzung besteht aus 4 Offizieren, 6 Port-au-Prince-Unteroffizieren, 9 Unteroffizieren und 29 Mannschaftler. Unter seiner Führung herrscht strenge Disziplin an Bord. Seine rechte Hand ist der erste Wachoffizier, Leutnant zur See Hans Lichtenberg. Dieser meldet ihm sofort alle wichtigen Ereignisse. Außerdem übernimmt der erste Wachoffizier seine Führung im Zentralraum oder dem Turm, wenn er schlafen, essen oder auf die Toilette geht. So kommt es ab und zu vor, dass sich Mannschaftsdienstgradmatrosen prügeln, doch sowas lässt unser Friedrich auf seinem Boot nicht durch und verhängt disziplinarische Maßnahmen. So müssen diese entweder zusätzliche Wache oben am Turm schieben und das egal bei welchem Wetter, oder 3 Tage Kartoffel schälen oder das ganze Boot putzen. Das Herzstück des U-Bootes ist der Kontrollraum oder die Zentrale. Hier laufen alle Informationen zusammen und fließen wieder an die einzelnen Abteilungen zurück. In der Zentrale befindet sich der Steuerruder des Bootes, die Taucheinrichtung, der Navigationstisch, die Hauptballastpumpensteuerung und das Periskoprohr. Eine Leiter führt hinauf zu dem Kommandoturm, wo sich die Position unseres Friedrich als Kaloi bei einem Angriff befindet. Weiter oben ist die Hauptausstiegsluke auf die Brücke. Mit 4 Rohren und 24 Torpedos ist der Torpedoraum der zweitgrößte Bereich an Bord. Hier befinden sich auch die Schlafräume aller Mannschaftsdienstgrade der Besatzung. Auf dem Boot unseres Friedrich geschieht alles auf engstem Raum und es gibt praktisch keine Privatsphäre. Als einziger genießt unser Friedrich als Kaloi ein Minimum an Privatsphäre. Er hat eine Sperrholztür, alle anderen Besatzungsmitglieder verfügen höchstens über einen Vorhang. Die U-196 ist ein U-Boot vom Typ 9D2 und ist mit einer Länge von 87,6 Metern, einer Breite von 7,5 Meter ein wahres Monster von einem deutschen Jagd-U-Boot. Es hat eine Reichweite über Wasser von 31.500 Seemeilen, was 58.275 Kilometer entspricht. Über Wasser fährt es auf Diesel, unter Wasser elektrisch. Mit diesem Boot könnte die Besatzung unseres Friedrich über Wasser 1,5 Mal um den Äquator fahren. Doch nun zurück zum Alltag im Innenraum so eines Bootes. Doch wie war das Leben an Bord eines U-Bootes im Zweiten Weltkrieg denn nun genau? Beinahe alles im Boot ist aus Metall. Unser Friedrich muss oft schauen, dass er sich den Kopf nicht an irgendwas Harten aus Metall anhaut.
Außerdem können die einzelnen U-Boot-Abteilungen bei massivem Wassereinfall durch eine Luke geschlossen werden. Doch ansonsten sind diese Luken immer offen. Erst die Füße zuerst durch, am Quergeländer festhalten und dann kommt der Rest des Körpers. Jedes Besatzungsmitglied an Bord hat eine Aufgabe. So bereitet zum Beispiel Obermatt Joachim Müller in der winzigen Küche des U-Bootes im Wechsel mit Obergefreiten Thomas Meyer mit den einfachsten Mitteln rund um die Uhr das Essen her. Auf dem U-Boot wird jeder Stauraum akribisch genau ausgenutzt. Jeder mögliche und unmögliche Platz ist mit Vorräten und Ersatzteilen vollgestopft. Somit ist auf dem U-Boot unseres Friedrich nicht immer viel Platz. In der Abteilung vor dem Torpedoraum sind links und rechts die Schlafkojen der Mannschaftssoldaten angebracht. Und das jeweils übereinander. Jede freie Stelle ist zudem mit Verpflegung ausgefüllt. Geschlafen wird im Wechsel. Das heißt 4 Stunden Dienst und 4 Stunden Schlaf. Jeder Kamerad findet also immer ein vorgewärmtes Bett vor. Es gibt nur eine Toilette auf dem ganzen U-Boot. Das heißt eine Toilette für 48 Mann. Die Toilette lässt sich nur bis zu einem Tiefgang von 18 Metern benutzen. Mittlerweile ist es der Oktober des Jahres 1943 und die U-196 befindet sich gerade mitten auf dem Atlantischen Ozean. Es ist ein regnerischer Tag. Unser Friedrich sowie der erste, der zweite und der dritte Wachoffizier stehen oben an der frischen Luft auf der Brücke und beobachten mit Ferngläsern den Horizont in alle vier Himmelsrichtungen. Diese Wache oben am Turm wird 24 Stunden Tag und Nacht durchgeführt, immer wenn die U-196 aufgetaucht ist. Doch plötzlich sieht der erste Wachoffizier Leutnant zur See Hans Lichtenberg 5 englische Frachtschiffe und 2 Zerstörer. Alarm schreit unser Friedrich in das Schallrohr, welches zur Zentrale führt. Jetzt muss alles sehr schnell gehen. Das Boot muss in 35 Sekunden Alarm tauchen und unter Wasser sein. Unser Friedrich als Kaloi sowie die Wachoffiziere klettern schnell vom Turm in die Wachzentrale. Nun ist die Luke oben dicht. Jetzt geht nichts mehr rein oder raus. Vorne unten 5, hinten Mitte weist der zweite Wachoffizier an. Nun beginnt das Boot unter das Wasser zu gleiten. 1 VO, auf Seerohrtiefe gehen, fügt unser Friedrich hinzu. Nach monatelangen Übungen wird nun auf dem U-Boot U-196 eine Präzision erreicht, welche nötig ist, um so ein U-Boot fahren zu können. Das heißt, auf jeder Hand an Bord muss Verlass sein. Jedes Mannschaftsmitglied darf in seinem Dienst nicht versagen. Das Leben an Bord hängt also von Kleinigkeiten ab. Torpedos bereit machen, sagt unser Friedrich dem ersten Wachoffizier. Dieser gibt es weiter an den Torpedoraum. Rohr 1 bis 4 laden und Mündungsklappen öffnen. Unser Friedrich befindet sich jetzt im Kommandoturm und schaut durch das Periskop. Torpedogeschwindigkeit 30, Gegnerfahrt 17, Gegnerbug links, Lage 80, Entfernung 300, gibt unser Friedrich an den ersten Wachoffizier weiter. Und dann ist es soweit. Rohr 1 und 2 los. Nun werden die Torpedos auf einen der Frachtschiffe abgefeuert. Detonation ruft nach 20 Sekunden der Sonar Obermatt. Jetzt wird das Rohr 3 und 4 abgefeuert und auch diese Torpedos erreichen ihr Ziel. Die gegnerischen Frachtschiffe explodieren mit einem lauten Tosen, sodass es die Matrosen noch im Maschinenraum unseres U-Bootes hören können. Herr Kaloi, Schraubengeräusch Nordost wird immer lauter, ruft der Sonar Obermatt unseren Friedrich zu. Unser Friedrich dreht das Periskop und sieht, wie 2 Zerstörer in seine Richtung fahren. Periskop einziehen und sofort auf 150 Meter runtergehen, gibt er den Befehl. Dank modernster Technik stürzt das U-Boot in die Tiefe. Alle Maschinen stopp, fügt er hinzu. Nun heißt es für unseren Friedrich und seine Besatzung auf das Beste hoffen. Wasserbomben, flüstert der Sonar Obermatt. Unser Friedrich sowie die anderen U-Boot-Fahrer können einen Knall nach dem anderen hören. Und diese werden immer lauter. Nun sind die Wasserbomben ganz nah. Auf einmal wird das ganze Boot durchgeschüttelt und viele Gegenstände fliegen durch die Luft. Doch der finale und große Knall der Wasserbomben bleibt aus. Die letzte Wasserbombe war ein Blindgänger. Unser Friedrich und seine Besatzung haben also Glück gehabt. Nach 2 Stunden Abwarten gibt unser Friedrich den Befehl zum Auftauchen. Gleich danach erhält der Funk Obermatt eine Nachricht, dass die U-196 sich einem U-Boot-Rudel anschließen soll, um auf einen riesigen alliierten Konvoi Jagd zu machen.
Das Hauptziel der Rudeltaktik ist es, den gemeinsamen Einsatz mehrerer U-Boote am Feind zu ermöglichen. Initiiert wird der gemeinsame Einsatz durch ein U-Boot, das idealerweise mehrere potenzielle Ziele entdeckt hat, doch diese noch nicht attackiert, sondern zunächst weitere Boote heranführt. Doch nun zurück zu unserem U-Boot-Kapitän Kaloy zur See Friedrich Becker. Was gibt es eigentlich für ihn und seine Mannschaft auf dem U-Boot U-196 eigentlich zu essen? Dem Schiffskoch, welcher in der U-Boot-Sprache Smoot oder Smoothie genannt wird, stehen zwei Plattenherde und ein kleiner Backofen zur Verfügung. Es wird in der Regel an Bord dreimal am Tag warm gegessen. In den ersten 10 Tagen der Fahrt gibt es noch frisches Fleisch, Brot und Gemüse, danach dann Lebensmittel aus der Konserve. Für die rund 48 Mann Besatzung mussten für die 4 bis 6 Wochen auf See rund 800 Kilogramm Milch, 200 Liter Fruchtsäfte, 180 Kilo Tee und Kakao, 54 Kilogramm Schokolade und vieles mehr, also insgesamt 10 Tonnen Proviant, verstaut werden. Denn dazu ist in der 2,5 Quadratmeter großen Kombüse kein Platz. Als Stauraum dient die gesamte Bootsröhre. Dabei gilt, es darf nichts im Weg stehen. So schaukelt Konservenbrot über den aufgespannten Hängematten und Hartwürste hängen zwischen den Rohren. In jedem Winkel des U-Bootes muss Obermatt Joachim Müller, bekannt als der Smoot, Tag für Tag die Lebensmittel für die Mahlzeiten suchen. Pro Mann stehen in den Frischwassertanks 3 Liter Trinkwasser und 20 Liter Waschwasser pro Tag zur Verfügung. Die Kombination von warmen Mahlzeiten und Kaltverpflegung, Bewegungsmangel und die oft extrem unruhigen Seeverhältnisse setzen ab und zu der Gesundheit der Besatzung unseres Friedrich zu. Was auch noch der Gesundheit zusetzt, ist die Nässe an Bord, die wechselnden Temperaturen, die Abgase und der Gestank. In der Phase der Atlantikschlacht zwischen Januar und Juli 1942 brachten die U-Boote der deutschen Marine mit 229 versenkten Handelsschiffen die höchsten Erfolgsziffern des Krieges ein, bevor die Wende im U-Boot-Krieg einsetzte. Im Nordatlantik schlossen sich zu Beginn des Jahres 1943 ein alliierter Luftschirm mit Hilfe von Langstreckenbombern und Geleitflugzeugträgern zusammen. Die Ausstattung der alliierten Luft- und Seestreitkräfte mit dem neu entwickelten Radar und Sonar ermöglichte die Ortung und Vernichtung deutscher U-Boote, selbst bei schlechtem Wetter und in der Nacht. Nachdem die deutsche Kriegsmarine in den ersten 5 Monaten des Jahres 1943 über 70 U-Boote verlor und diese Verluste in keinem Verhältnis zu den Versenkungserfolgen standen, verfügte der Admiral des Dritten Reiches Dönitz am 24. Mai des Jahres 1943 den Abbruch der Geleitzugschlacht im Nordatlantik. Im Südatlantik und im Indischen Ozean sollten die deutschen U-Boote den Krieg mit unvermittelter Härte weiter fortführen. Der Großteil der im Zweiten Weltkrieg rund 780 versenkten deutschen U-Boote mit knapp 27.000 getöteten Besatzungsmitgliedern ereignete sich erst nach dem Mai 1943. Bis zur Kapitulation im Mai 1945 versenkten deutsche U-Boote rund 2.800 alliierte Handelsschiffe mit insgesamt ca. 15 Millionen Bruttoregistertonnen. Das war es heute zum Leben als deutscher U-Boot-Kapitän im Zweiten Weltkrieg. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.